So, was machen wir jetzt hier oben? Das ist eine gute Frage. Wir sind hier oben, wir hatten ein Medipack. Ich finde, das war ein gutes Spiel. Ja, auf jeden Fall total gut. Wir waren auf der Suche nach Medipacks. Im tibetanischen Hochland. Mein Kopf, ey, guck mal, da hinten ist so eine zwei sich gegenüberliegende Wände. Mit so einem Wandsprung kämen wir da total gut hoch. Ja, das ist richtig, Kopf. Das kann Lara nur leider nicht. Das war nicht die Richtung, in die ich springen wollte, Lara, aber da. Danke. Ich lad mal, bevor du stirbst. Tidim, tidim, tidim. Boah, bin Lara. Ich tot. Lara, das probieren wir einfach mal. Dementsprechend machen wir uns nochmal auf den Weg darum, damit wir dann wieder zu der Stelle kommen. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber es ist brillant. Ja, ich guck noch mal, ob ich auf die andere Seite vom Medipack komme. Um von da aus vielleicht weiterzukommen. Ja, das hatte ich auch schon so überlegt, dass das ein bisschen vielversprechend aussehen könnte. Ja. Also ich meine, schlechter als nichts bringen oder weniger als nichts bringen kann es ja kaum. Ja, ich frage mich halt nur, wozu dieser Weg nach oben jetzt da war. Falls du versehentlich ins Wasser fällst. Ja, aber... Das ist Tomb Raider. Wozu war der Weg da? Er war einfach da. Wir hatten noch Blöcke übrig. So, Lara, und jetzt gucken wir mal. Mit die optimal heute? Ach, du hast auch festgestellt, dass das mit der Audioqualität optimal ist, mit der Internetverbindung. Ja. Gut, sind wir schon zweit. Ja. Mal nicht. Du-dum-du-dum. Das hätte was sein. So, Lara, jetzt sind wir hier. Und was machen wir hier? Dumm aus der Wäsche gucken, ja, und davon abgesehen. Town, where I was born. Lift a man who sailed to sea. Na, das könnte was sein. La, 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 also ich kletter gerade den Schnee rauf. Ja, da wollte ich jetzt auch hin. Und hier spielt neue Musik, das ist immer gut. Ich würde schon sagen, das wäre dann mein nächster Plan gewesen, nachdem ich mich von gegenüber des Medipacks umgeguckt habe. Mit Waffen! Feige kämpfende Lara. Kämpft die denn mal ehrenhaft oder so? Keine Ahnung, aber das... Dass die tot sind. Ich sag mal so, das sind keine Flammenwerferkämpfer. Die halten was aus. Toll. Sind sie so weit weggerannt, dass ich sie nicht mehr treffen kann. Okay, das war der erste. Und der andere rennt da hinten in irgendeine Ecke und kommt nicht weg. So, das war der erste. So, Nummer zwei, wo bist du? Speichern wir mal Nummer eins.
Okay, zwei tot. Der eine hat auf deinen Teil 4 Bronzeritter gemacht. Ist in der Ecke gerannt und kam nicht mehr raus. So, ihr habt mich beide natürlich ganz schön ordentlich angeknabbert. Gut, das könnte ich natürlich auch selbst gewesen sein, größtenteils, weil ich irgendwelche Sachen runter... Ein muss es mir die Pack fallen lassen. Ach, ja. Nee, der hat... Also einer bei mir hat Waffenmunition fallen lassen. Okay, bei mir hat einer ein großes Medipack fallen lassen, beim anderen... Ich komme an den Silberdrachen! Ja, der eine lässt Munition fallen, der andere ein großes Medipack. So, jetzt der Silberdrache. Okay, Kumpel, dann lass dich nochmal ausrauben. Oh, tatsächlich. Ja gut, es lag unter seinen Beinen, insofern. Ja. Bitte was? Was? Pyramide. Ich bin dem jetzt... Was, Pyramide? Auf der Schneepyramide. Ich bin den aufs Dach gestiegen. Ja, ich glaube, ich stehe ihm auch auf dem Dach. Ich meine, ich könnte ihn natürlich ihr Schneemobil klauen, aber... Komme ich irgendwo ins Gebäude rein? Nein. Typ, hier hinten, dunkle Höhle, bringt mir das was? Laufen wir erstmal zu Fuß rein. Genau, großartige Idee. Das ist so eine schöne Höhle, da könnte ein T-Rex drin leben. Ich kann dann immer noch schreiend wegrennen. Eben. Okay, los. Wir haben gespeichert, Lara, wir haben Pistolen. Ach, fast T-Rex. Boah, mein Gott, wie viel halten die denn aus? Viel zu viel. Lara. Der hat doch irgendwas da unter seinen Füßen liegen. Schrott. Ja. Weiter. Genau. Also wären wir hier mit dem Schneemobil unterwegs, ich bezweifle, dass hier wieder raufkämen. Richtig. Andererseits sind hier ein paar krasse Sprungschanzen. Es würde mich nicht wundern, wenn wir von der anderen Seite mit dem Schneemobil hier langkommen. Es tut mir leid, zwei. Mich wundert nichts mehr. Eben. Und was habt ihr so den ganzen Tag gemacht? Ja, wir haben versucht, mit unserem Schneemobil so von der Sprungschanze abzuspringen, dass wir über die trockene, nicht eisige Stelle hinüberkommen, um dann auf einer Sprungschanze zu landen. Und sonst so. Also, warte, ich springe jetzt hier in diesen Gang, einfach weil ich es kann. Ich guck mich noch hier im Freien um. Ach, süße kleine Miezekätzchen. Süße kleine Miezekätzchen. Wow, 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 wow. Süße kleine Miezekätzchen haben Lara zerfleischt. Ich weiß nicht, in was für einen Gang du gegangen bist, aber vermutlich in den da oben. In... Nein, wir sehen jetzt nicht schon wie das Yellow Submarine Gehirn. Ich weiß, das möchtest du gerade sehr gerne, aber nein. Das ist ein schöner Gang, Lara. Da könnte es süße kleine Miezekätzchen drin geben, die uns zerfleischen. Wollen wir das einmal ausprobieren?
So, Lara, wir stehen wieder vor dem Gang. Diesmal speichern wir, bevor wir da reinspringen. Ja, tun sie. Also, es gibt's hier. Und ich bin wieder tot. Lara, ist es tatsächlich an der Zeit? Nein, es ist nicht an der Zeit. Schrotflinte, wir haben doch Schrotmunition bekommen. Oh ja, ich habe ganze drei Schuss vor einem Schrot. Du, mehr habe ich auch nicht. Ich nehme die automatischen Pistolen. Jo, die haben mehr Schuss. Und die hauen die Viecher auch verdammt schnell um. Ja. Speichern wir das. Und wechseln wir danach bis zum nächsten Sterben wieder auf die Pistolen. Ganz genau. So, okay. Anscheinend die Blöcke kann ich nicht zerschießen, nicht durchspringen. Die muss ich anscheinend mit dem Schneemobil durchfahren oder so. Bestimmt. Ich denke mal über diesen Abgrund. Das ist ein Drei-Block-Abgrund, theoretisch. Wir haben gerade gespeichert, Lara. Ich bin mir gerade über deine Theorie nicht so sicher. Ja, nachdem ich an der Kante knapp vorbeisegelte. Würde ich sagen, das ist ein Schneemobilabgrund. Aber warte. Wir probieren das trotzdem nochmal, weil ich der Meinung bin, drei Blöcke sind drei Blöcke. Sie haben es zuerst hier gehört, meine Damen und Herren. Drei Blöcke sind drei Blöcke. Ah. Oh mein Gott, ich bin drüber. Noch nicht. An der rechten Seite kannst du gut drüber springen. Ja, ich stehe an der rechten Seite. Ich sehe schon kommen, jetzt schaffen wir das Schneemobil-Level, ohne das Schneemobil zu benutzen. Es gibt Sachen, die würden mich wundern. Das nicht. Es gibt Dinge, die würden mich wundern. Allerdings, sobald sie in Tomb Raider 2 vorkommen... Sobald sie in Tomb Raider vorkommen. Stimmt. Tomb Raider im Allgemeinen. 2 macht da jetzt nichts Besonderes. Lara, du solltest dich auch an der Kante festhalten. Mal sehen, was das hier wird. Nein, Lara, an der Kante festhalten. Ja, genau, Lara. Wenn ich dir im Flug noch die Richtung korrigiere, damit du einen Bogen springst, dann hältst du dich an der Kante fest. Sackgasse, weil hier ist ein Tor, das wir anscheinend mit dem Schneemobil durchbrechen müssten. Das will ich mir erst selbst noch angucken. Weil ich mich total toll dann fühle. Ja, tu das. Ich meine, hier war noch eine Abzweigung, die konnte ich mir auch noch angucken. Hoch, Lara, da lang. Guck mal, hier können wir hochklettern. Und da liegt Munition in der Ecke. Ich komme jetzt gerade zu dem Punkt, wo man hochklettern könnte, ja. Da in der Ecke, auf der liegt noch Granatenmunition oder so. Ja, sehe ich. Halt, wenn du die linke Erzeugung genommen hättest, weil ich die rechte erst nicht gesehen habe, da ist irgendwann das Holztor. Das ist ein Hebel. Auch ganz ehrlich, Tomb Raider. Was ist jetzt kaputt? Dieser Hebel macht das Tor auf. Weißt du, wir brauchen schon ein Schneemobil, ne?
Stopp, Kühltyp, stopp! Stopp, Kürbis! Kürbis. Ich ahne, dass du irgendwas über den Typen sagen wolltest und es nun wieder irgendwie in der Leitung geknackt hat, aber stirb, Kühltyp ist echt eine coole Aussage. Ach Mensch, Lara, wir hätten vielleicht doch das Medipack nehmen sollen. Stirb, Kühltyp. Naja, eigentlich habe ich Kürbis gesagt. Ich habe ihn Kürbis genannt. Ah, okay. Kürbis ist tot. Und was ist mit Kühltüte? Oh, Kühltüte kommt da gerade unten angerannt. Siehste, ich habe Kürbis erschossen und Kühltüte hat mich dann erschossen. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen, weil ich natürlich wieder nicht gespeichert habe. Ja. Die halten mir etwas viel aus, aber Kühltüte musste auch dran. So, Lara, geh nochmal nach oben und zieh am Hebel. Oh ja, speichern, richtig. Ja. Lara. Nein, speichern. Spiel speichern. Oh, Kürbis. Kürbis hat ein kleines Medipack. Gut, ne, dann ist jetzt diese Tür offen. Es ist auch immer schön. Ach, Lara, wenn du sowieso nicht triffst, dann kannst du auch die Pistole nehmen. So, und jetzt können wir uns Kühltüte wieder nähern. Mit der Automatik. Der. Ah. Wie soll ich den dritten nennen? Keine Ahnung. Schneeglöckchen. Okay, ist der Schneeglöckchen. Okay, Kürbis und Kühltüte habe ich kaputt. Schneeglöckchen muss ich noch finden. Ist hinter dem Tor. Okay. Genau wie Eismann. Eismann hat mich getötet. Ah, okay. Irgendwann reicht dann die Gesundheit einfach nicht mehr. Was, du meinst dieser stecknadelbreite Stück? Ganz genau der. Lebensbalken. Vor allem, wenn du auf so einer schmalen Brücke stehst, wo du nicht hin und her springen kannst. Gut. Kürbis, du hast mir das kleine Medipack gegeben. Ich nehme das jetzt einfach mal. Und nachdem dann Eismann tot ist, kommt Gelati. Ich glaube, das ist so eine Szene, die sollte man tatsächlich dann eher mit dem Schneemobil machen, wo du die einfach überfahren kannst. Ja. Aber hey, wo wäre da der Spaß? Eben. Das ist jetzt unser erklärtes Ziel. Wer braucht ein Schneemobil? Wer braucht denn schon ein Schneemobil? hier brauchen wir wahrscheinlich das Schneemobil. Aber hey, da ist der Jadedrache. Den hätte ich nicht gesehen, wäre ich hier nicht zu Fuß lang gegangen. Also den dritten, wie hat man den genannt? Schneeglöckchen? Ja. Ich weiß nicht, wer hier rumknurrt, aber ich komme euch gleich darunter. Denn da unten ist was. Ach, ihr seid hier bei mir. Oben. Noch zwei süße kleine Miezekätzchen. Eins ist rot. Wenn das zweite nochmal aus dem Gang rauskommen könnte, das wäre schön. Ich glaube, Gelati bringt mich gerade um. Ich frage mich gerade, wo mein zweites Miezekätzchen geblieben ist.
Ja, Gelati hat mich gerade erschossen. Miese Kätzchen, ich weiß, du versteckst dich gerne, aber du hättest jetzt nicht so einen Kilometer zurücklaufen müssen. Okay, ich gehe jetzt dahin, wo der Jadedrache war, und da kann ich mal wieder gut warten. Hör mal, ich habe die schneller feuernden Waffen. Du, ich nehme das mit dem, ich gehe dahin, wo der Jadedrache war, zurück. Weil Frau Croft es mal wieder geschafft hat, keinen Anlauf zu nehmen, sondern einfach geradeaus in den Abgrund zu rennen. Respekt. Ich respektiere vieles, das nicht. Ich habe den Jadedrachen noch nicht gesehen, insofern. Jetzt haben mich die Miezekätzchen getötet. Weißt du was, Lara? Automatik. Gut, das sind definitiv mehr als drei. I see the Jadedrachen. I see the Jadedrachen. He is very Jade. I have eingesammelte the Jadedrachen. Then hinter you erscheinen zwei Miezekätzchen. Also auf der Brücke oben. Ja. Okay, falls Lara, wir speichern das Geräusch mal, dass wir das erste Miezekätzchen hinüber haben. So, falls das jetzt ein störendes Geräusch wird, entschuldige ich mich sehr. So. Wo ist le zweites Miezekätzchen? Le zweites Miezekätzchen ist bei mir auch sehr weit weggerannt. Ich musste ihm hinterherlaufen. Oh, zweites Miezekätzchen ist hinüber. Sehr schön. Speichern. Ja.